Happy Wednesday haben wir heute. Hi ihr Lieben. Ich wollte euch mitnehmen, ich wollte euch heute mal ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar habt ihr das schon ewig oft mitbekommen, aber ich habe letztens noch darüber gesprochen und heute ist der Tag der Tage, wo ich euch zeigen möchte, halt wie entspannt ich mit meinen Invisalign durch die Gegend reise und halt das auch mache, wenn ich unterwegs bin und dass es eben eigentlich gar kein Problem ist. Ihr habt das zwar in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren sind es glaube ich gewesen, schon gesehen, wie unproblematisch das für mich ist. Heute wollte ich das aber noch mal etwas genauer zeigen. Also ja, für diejenigen, die das nicht so interessiert, das wird aber an sich eigentlich ein relativ entspannter, einfacher Vlog. Wir sind hier gerade noch in Hamburg, gehen jetzt noch was frühstücken und fahren dann einfach nur nach Hause, wo ich in der Backstube das ein oder andere für einen Dreh morgen packen muss und ja, das ist so plus minus der Plan, die Überblick, die Übersicht. Ja, und ich wollte euch das hier halt zeigen. Ich habe halt ganz normal damit geschlafen, offensichtlich. Habe mir eben die Zähne geputzt, bevor wir ausgecheckt haben. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Frühstück. Wie das dann halt mit Außerhaus-Frühstück funktioniert, das seht ihr dann jetzt gleich. Aber es ist super easy. Bin ich das? Ja, ich glaube, das ist mein Schatten, ne? Ja, aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Und gehen erstmal was essen. Mein Mann ist schon vorgelaufen, weil der was wegbringen musste. Außerdem laufe ich einem... Ah, hast du? Was? Okay. Außerdem laufe ich hier einem Paket hinterher, was ein Versandanbieter verschlammt hat. Auch richtig frustrierend. Also der Tag hat noch schon irgendwie ein bisschen bescheiden gestartet. Aber machen jetzt das Beste draus und gehen erstmal essen. Okay? Mittlerweile wieder im Auto, könnt ihr sehen, und wir wollten jetzt dann den Heimweg antreten, einmal nach Dormagen in die Weltmetropole von hier aus Hamburg. Haben gerade gegessen, habe mir jetzt ganz normal halt einmal die Zähne geputzt und Schienen wieder rein und so, ganz normal. Das ist halt eh immer in meiner Handtasche, hier so eine kleine Travel Zahnbürste und ganz normale Zahnpasta. Was ich auch immer dabei habe, was ich jetzt gerade nicht gebraucht habe, ist so eine Mini-Mini-Mini-Rolle Zahnseide. Die bevorzuge ich vor diesen Zahnseide-Picks, wo das so gespannt ist. Aber das ist halt persönliche Präferenz, habe ich jetzt auf jeden Fall nicht gebraucht, habe ich aber auch immer dabei. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Aber jetzt ist mal genug gequatscht. Wir sind ready to go, oder? Ja, ready for take. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Navi hat auf dem Hinweg uns gesagt, etwas mehr als 4 Stunden. Wir haben jetzt 2:30 schon, ein bisschen gebummelt. Gucken, wann wir ankommen. Also bis später. Okay, ihr Hübschen, ein kleines Update. Wir sind jetzt hier an irgendeiner so einer Art Raststätte, wo man hier kurz auf Toilette gehen kann. Und sind ungefähr halbes Weges. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch ein Stück zu fahren. Ich habe ja jetzt gerade was gegessen, wie ihr gesehen habt. Ich habe mir meinen Bagel reingezogen, der mega lecker war. Und das Problem ist, dass ich hier an dieser komischen Raststätte, das ist noch nicht mehr, das ist nur so ein WC hier, so mitten im Nichts. Und ich mich damit nicht ganz wohl fühle, da reinzugehen und mir einmal die Zähne zu putzen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist mir einmal den Mund durchspülen, einfach nur mit ein bisschen klarem Wasser. Was ich aber auch meistens dabei habe, was aber gerade hinten im Kofferraum ist.
und ich zu faul bin, das rauszuholen, ist, dass ich so eine kleine Flasche Mundspülung, einfach Listerine oder sowas habe und das dann halt benutze, wenn es mal ganz dringend ist und ich eben meine Zahnbürste nicht benutzen kann oder möchte. Damit ich so aber wenigstens trotzdem einmal kurz den Mund ausspülen kann und dann halt meine Spange wieder reintun kann. Also so handhabe ich das jetzt. Das ist auch oft gewesen, wenn ich in der Bahn saß zu den verschiedenen Events und so, dass ich dann einfach auf meinem Sitz sitzen geblieben bin, weil auch in der Bahn, in dem ICE oder so, ist halt das WC auch vielleicht nicht ganz so geil. Das heißt, so habe ich das dann immer auf Reisen gehandhabt, wenn ich halt mit der Bahn gefahren bin. Einmal kurz den Mund ausspülen und dann halt ganz normal Schienen wieder rein. Das heißt, das ist das nächste Update. Ich dann in Stau über Stau, es ist irgendwie total zäh heute, ganz, ganz nervig, aber dann ist das halt so. Die Hälfte ist auf jeden Fall schon geschafft und ich melde mich dann. Was ist denn da los? Ich melde mich dann wahrscheinlich in der Backstube. Ich überlege mal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich mich gleich nochmal bei euch melde, wenn wir irgendwann angekommen sind, was noch dauern wird. Wir haben jetzt 4 Uhr und wir kommen gegen 7 Uhr an, wenn wir nicht noch mehr Stau haben. Also Daumen drücken und bis später. Einige Stunden später, ihr seht, wo ich bin, endlich angekommen. Ich habe auf jeden Fall die Faxnicke vom Autofahren, vom Stau, von Versandanbietern und von, weiß ich nicht, ich bin halt einfach genervt. Das sieht man mir auch leicht an. Meine Haare sehen auch einfach durch aus. Und das Problem ist, dass mein Abend jetzt noch lange nicht zu Ende ist, obwohl wir 7:30 haben. Weil, was ich jetzt machen muss, ist, meine so Kiste mit Werkzeug und Kram und Zeug packen für meinen Dreh morgen. Und wenn wir das hinter uns haben, dann können wir endlich nach Hause und auch da muss ich mich dann nochmal weiter vorbereiten auf den Dreh morgen. Klamotten rauslegen, bügeln, Haare, Fingernägel muss ich mal frisch machen. Also der Abend ist noch relativ lang. Deswegen würde ich sagen, wir quatschen gar nicht erst lange, sondern starten direkt. Was ich euch aber noch zeigen wollte, ist, dass ich Flaschenpost bekommen habe. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, hier steht auf jeden Fall Flaschenpost drauf. Ah, Hase! Oh, das ist so eine Steffi! Viele Urlaubsgrüße von der Ostsee. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub. Ich bin gespannt, ob die Flaschenpost ankommt. Und jetzt möchte sie mich nicht weiter vom Backen abhalten. Du bist ja süß. Danke, Hase. Ich glaube, von der Steffi kriege ich nicht wöchentlich, aber doch ziemlich regelmäßig Post. Dankeschön, Hase. Ist ja süß von dir. Oh Mann, das macht meine. Das Licht ist unverlaubt. Das macht meine Stimmung auf jeden Fall schon mal was besser. Okay, toll. Okay, dann würde ich sagen, ich packe mich hier kurz aus, weil hier stehen auch noch die Sachen aus Hamburg, die ich wegräumen muss und möchte. Wie das da? Ja, also das mache ich eben einmal. Ich trinke auch noch einen Schluck Wasser. Okay, also weiter geht der Tag. Schon voll unvorteilhaft, aber okay. So, okay. Ich belasse es jetzt dabei. Ich fahre jetzt nach Hause und melde mich gleich bei euch. Okay, ihr Süßen.
Wir sind mittlerweile wieder zu Hause, clearly. Normalerweise würde ich meinen Vlog jetzt hier beenden, weil alles, was ich noch mache, ist duschen gehen und mich für morgen vorbereiten. Das heißt, ein bisschen was bügeln, ja, Klamotten rauslegen, eventuell noch was kochen, was ich mit zum Drehen nehmen kann. Ja, und noch ein bisschen am PC gehen. Aber ich denke, das muss ich euch nicht zeigen, besonders weil das quasi nichts mit meinen Invisalign zu tun hat. Das heißt, wir beenden das Video jetzt hier fast, weil ich gehe jetzt auf jeden Fall noch duschen, aber was ich alle paar Wochen mal mache, ja, was keine Regelmäßigkeit ist, aber was ich finde, was gerade heute so super, super gut passt, weil ich ja eben bei der Autofahrt nicht Zähne putzen konnte, ist, dass ich hier so Cleaning Crystals benutze und die in mein schönes Döschen tue. Und ja, da kommen die halt rein mit ein bisschen Wasser, dann kommen meine Schienen da rein, damit die Schienen einfach nochmal ein bisschen besser gereinigt werden und halt hübsch bleiben, weil ja, können sich halt auch verfärben. Was mir einmal passiert ist, da kann ich auch noch ein anderes Mal drüber sprechen. Ansonsten bleiben die eigentlich immer ziemlich klar, aber damit die auch wirklich richtig schick bleiben und sich auch sauber anfühlen. Ja, machen wir das jetzt einmal. Das ist eigentlich super, super einfach. Diese Crystals hier, könnt ihr hören, die werden einfach nur mit warmem Wasser halt hier in dieses Döschen getan. Hier unten in das Blaue. Es wird mit warmem Wasser aufgefüllt und dann lasst ihr das halt so sitzen. Und dann britzeln die so ein bisschen vor sich hin und werden halt wieder frisch gemacht. Aber dafür brauchen wir erstmal warmes Wasser. Also halt ganz normales Döschen. Das sind diese auch relativ typischen halt Zahnspangdosen. Also es wird einfach nur wie von Invisalign selber, die auch irgendwie am hübschesten aussieht, weil die so schick in blau ist, in schwarz ist. Jetzt Wasser drin, warmes. Kommen die Crystals rein. Das sind echt so, ich weiß nicht, was zeigen. Das sieht aus wie Zucker. Sieht im Endeffekt aus wie Zucker. Und jetzt hier ins warme Wasser. Und dann kommen meine Schienen da rein. Das Wasser. Das Licht ist auch total vorteilhaft. Nummer 1. Meine Schienen kriege ich mittlerweile noch mal leichter raus, als ich das eh soweit schon konnte. Als ich noch diese Knöpfe an den Zähnen hatte, die habt ihr ja, glaube ich, ein, zwei Mal auch gesehen, als ich gewloggt habe. Die machen das einfach, die Schienen so richtig bombenhart drin waren. Und ich dachte, wenn diese Knöpfe, diese Attachments abgefeilt werden, dass dann die eigentlichen Schienen nicht mehr so gut halten, aber die halten immer noch fantastisch. Hat man ja, glaube ich, auch gesehen. Aber das rauszumachen ist halt ohne diese Attachments deutlich leichter. Das heißt, einmal drin und raus, das ist schon alles. Und hier kommen jetzt hier in mein Cleaning Water. Viel Spaß beim Baden. Und so lasse ich die jetzt halt für 15 Minuten oder so da drinnen. Und wenn das fertig ist, ich mit dem Duschen fertig bin, brause ich die einmal ab und dann kommen die wieder rein. Aber das müsst ihr nicht mehr sehen, das erklärt sich alles von selber. Also belassen wir es jetzt dabei. Ich entlasse euch aus dem Video. Ich freue mich jetzt auch total auf meine Dusche. Bin aber total gespannt, was ihr zu sagen habt. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox vorbei, wenn ihr den ein oder anderen Link zu meiner Behandlung haben möchtet, wo ihr euch eventuell selbst belegen könnt. Da gibt es auch so einen spaßigen Link, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das habe ich nämlich mit meiner ganzen Familie gemacht, wo ihr euer gerades Zähnelächeln anprobieren könnt, ohne irgendwas machen zu müssen. Ich verrate euch da gar nicht mehr. Ich gucke, dass ich euch den Link halt unten in die Infobox setze. Und ansonsten hoffe ich einfach nur, dass wir uns im nächsten Vlog wiedersehen. Ganz dickes Küsschen an Invisalign fürs Zusammenarbeiten mit mir. Für meine ziemlich geraden Zähne mittlerweile. Und ja, bis zum nächsten. Licht und Liebe und gute Energie. Macht's gut.